Moin, moin, meine lieben Freunde, hier ist der Jan von Maxis Games. Und zwar das Spiel hat mir hier mitgeteilt, dass es in 5 Minuten zu einer Wartungspause schließt. Okay, da habe ich mir gedacht, okay, du kannst also in deiner Kaffeepause jetzt das Spiel nicht spielen, dann laberst du irgendwas mal über Clanspiele, Clankrieg und gleichzeitig neue Mitglieder, die bei uns in den Clan hereinkamen. Also, Supercell hat damals, wo die Clanspiele begannen, in Info rausgegeben, dass sie da einen Satz bilden, der ganz wichtig ist. Es ist an der Zeit, deinen Clan zu vergrößern. Logischerweise, irgendwann hat der letzte Düssel bei Supercell mitbekommen, dass es nichts nützt, 100.000 Millionen Clans zu haben, wo 3 oder 4 oder 5 oder 10 Leute drin sind, die immer wieder rumjumpen. Also hier wurde im Endeffekt versucht, etwas dagegen zu steuern, dass dieses Jumpen endlich mal geringer wird und die Clans zusammenhalten und die Leute da drin Spaß haben. Weil irgendwann haben auch die Letzten mitbekommen, dass das Jumpen das Spiel eigentlich zerstört. Okay, kommen wir zum Clanspielen. Im Endeffekt ist die Bezeichnung Clanspiele wie folgt zu erklären. Das heißt, während eines zeitlich begrenzten Clanspielereignisses schließen Clanmitglieder Herausforderungen ab. Die kannst du alle sehen, indem du auf die blaue Lok, die links oben auf deiner Base zu sehen ist, ne, auf der linken Seite deines Dorfs, kannst du einfach sehen, was da zu machen ist. Und dann kann jedes dieser Clanmitglieder, die wir im Clan haben, automatisch daran teilnehmen und eine Herausforderung annehmen. Nochmal, es ist wichtig, dass man nur Herausforderungen annimmt, die man auch bewältigen kann. Also totaler Quatsch, wenn man also, ich sag mal, Rathaus Level 5 hat und versucht also irgendwelche Aufgaben zu meistern, die mindestens Rathaus Level 8, 9 oder 10, ich sag mal, als Grundlage haben müssten. Jeder im Clan sieht dieselben Herausforderungen auf der Tafel. Also ist es nicht so, dass der eine, der also jetzt ein Rathaus 10 hat, was anderes sieht, als der es Rathaus 6 hat. Okay? So, in dem Moment, wo jemand eine Herausforderung annimmt, können die anderen diese nicht mehr sehen. So, leert sich die Anzeige, also du kannst deine Herausforderung jetzt anklicken, löscht sie dann und dann bekommst automatisch diese Anzeigetafel neue Herausforderungen da unten. Ne? Also wie gesagt, da ist es wichtig, dass du dann, wenn du Sachen angenommen hast, die du absolut nicht packen kannst, einfach die Sachen löschst und da gibt es so eine Abklingzeit, heißt das, wo du vielleicht nach 15 Minuten dann wieder eine neue Aufgabe rausnehmen kannst. Jeder Spieler hat eine persönliche Höchstanzahl von Punkten, die er während des Ereignisses sammeln kann. Also man sollte jetzt nicht mit 50 oder 100 dann aufhören, weil dann erreicht der ganze Clan wirklich seine Belohnung nicht. Ne? Jetzt im Moment ist es so, dass wir in 4 Tagen wahrscheinlich dieses Clanspiel abgehandelt haben müssen. Und es bedeutet nichts anderes, dass wahrscheinlich hier 30.000er oder auch 50.000er Clanspiel ist. Das heißt, unser Clan muss 30.000 oder 50.000 erreichen. Hat es sie nicht erreicht, gibt es für alle diese gesamten Belohnungen nicht. Und Leute, die hier mit 50 oder 100 Herausforderungspünktchen da unten rumjammern und gar nichts machen, die sind auf Dauer in allen Clans nicht erwünscht und werden auch rausfliegen. Weil das Schöne ist, im Profil kannst du gucken, wer was an Clanspielpoints gemacht hat. Okay, also Profil kann man runtergehen und kann dann erkennen, wer was wo gemacht hat. Also ganz wichtig dabei, um zu erklären, um zu sehen, wie stark ist jemand. Also gehen wir jetzt mal hier drauf, gehen wir jetzt zum Beispiel auf den Gamer, der ist neu bei uns, aufs Profil und gucken mal, was hat er jetzt letztens gemacht. Und da kann man das sehen und zwar im Champion der Spiele verdienen im Clanspiel 10.000 Punkte. Der hat also 2.950 Punkte geschafft von 10.000. Also ganz gut. Gehen wir zu Jesus und dann gucken wir den mal an, was der hat. Und der hat in den Punkten 2.000, also war auch aktiv und hat also seine 2.000 Pünktchen da gemacht. Also beides Leute, die wirklich aktiv sind, wo man sagen kann, klasse, klasse, klasse. Maxi King, meiner. Oh, besuchen will ich jetzt nicht machen. Ich wollte eigentlich das Profil mir angucken. Dann gehen wir mal auch mal hoch, ob ich das alles gemacht habe, weil ich nur am Sabbeln war ohne Ende die ganze Zeit während den Clanspielen. So, 4.290 waren das insgesamt. Und also wie gesagt, daran kannst du erkennen, Champion der Spiele, wie aktiv war jemand. Optimal wäre, wenn jetzt hier nach Zweien eigentlich, glaube ich, 5.000 stehen würden, dann wäre der
maximal gewesen. Ich habe natürlich mit 3-4 Accounts hier diese kleinen Spiele mitgemacht. Werde natürlich nicht in der Lage sein, jedes Mal das Absolute zu erreichen, aber mit 3-4 Accounts und insgesamt, sagen wir, 15.000 Points ist es auch nicht schlecht, würde ich mal sagen. Okay, das wollte ich also im Endeffekt über diese Clan-Spiele sagen. So, dann haben wir das Thema neue Spieler. Das heißt also, geht man jetzt bei uns in den Clan rein, wirst du feststellen, wir haben 39 von 50. Wir hatten vor ungefähr 12 Stunden 50 Leute genau hier drin. Davon musste ich aber wieder 11 rausschmeißen, die wirklich sowas von gerusht waren. Du glaubst es nicht. Man fragt sich wirklich, Leute, wie kann man so dumm sein, solche Bases zu haben? So, jetzt siehst du auch, du hast die Verbindung zum Server, überprüfe deine Internetversuche erneut. Jetzt machen wir erneut versuchen, da wirst du aber sehen, dass eine Wartungspause ist. Und da steht dann, tut uns leid, diese Server werden gewartet. Bitte versuchen es in ca. 30 Minuten erneut. Und das werde ich auch tun, solange werden wir dieses Video mal ganz kurz anhalten. Sind ja auch erst 5 Minuten gelaufen und dann geht's weiter im Text. Nochmal zurückzukommen zu den Jumpern, zu dem Spielen in einer Community. Ne? Also bei Clash of Clans, bei Supercell kannst du zum Beispiel im Support lesen, am besten spielt sich Clash of Clans in einer Gruppe. Die soziale Interaktion zwischen den Mitgliedern eines Clans ist das, was all unsere anderen Design-Grundsätze zusammenführt. Spieler in Clans entwerfen zusammen Strategien, das ist wirklich so? Also ich meine, da spricht man sich ab. Man hilft sich untereinander, man spendet sich Truppen, die Besten oder was auch immer. Und man erreicht gemeinsame Erfolge. Diese Teamarbeit im Clan zu unterstützen, hat für uns oberste Priorität. Das heißt also Clash of Clans, Supercell, die Entwickler, Developer und alles drum und dran. Die Designer haben sich das Ziel gesetzt, dieses Spiel eigentlich, ich sag mal, Community gerecht zu machen. Das heißt also, wie so eine Familie aufzubauen. Die Clan Futures erfolgreich ins Spiel zu integrieren und zu verbessern, ist ein sehr langsamer und komplexer Prozess, den wir aber keinesfalls vernachlässigen werden. Wir suchen immer nach Lösungen, von denen nicht nur das Spiel, sondern ebenso die Spieler profitieren. Liebe Leute, alle, die da rumchappen, alles drum und dran, es nützt nichts, wenn ihr das macht. Ihr werdet auf Dauer keinen Spaß an diesem Spiel haben und irgendwann, das garantiere ich euch auch, diese App löschen, weil im Endeffekt macht es nur Spaß in einem funktionierenden Clan, wo alle aufeinander Rücksicht nehmen und Spaß haben. Zu diesem Clan-Leben komme ich auch noch jetzt gleich in diesem Video. So, meine Freunde, ich hatte ja gesagt, kommen wir zum Clan-Leben. Hier haben wir einen neuen drin. Gamer 2.0, der mit einem kommuniziert, mit dem Noah. Und Noah im Endeffekt kriegt den Tipp, er sollte unbedingt Zauber mit reinschreiben, bevor er irgendwas Falsches bekommt. Und im Endeffekt ist es so, dass er natürlich sagen muss, Eil oder Gift oder was auch immer. Und das ist wichtig. So, dann kommen wir zum weiteren Aspekt, der jedem Clan passiert. Das heißt, Herr der Ringe haut einfach aus dem Clan raus, ab. Das heißt also, der sieht doch, dass er im Clankrieg angemeldet ist, geht in einen anderen Clan rein. Ne? Wenn man den Clan da betrachtet, ist er in einen Dreier-Clan, wo im Endeffekt alle im Endeffekt im Clankrieg auch mitmachen müssen. Das heißt also, er kapiert es gar nicht, dass er jetzt raus ist. Ich frage mich, was soll dieser Schwachsinn? Und er ist als 10, er wollte auch unbedingt mitmachen. Das also jetzt nochmal zurückzukommen. Ist nicht schlimm, was soll's, ist eben ein Spaß, ist ein hochgradiger Spastiker, der also hier als 10 gemeldet ist, aber einfach abhaut. So, wo du dich auch gar nicht mehr wundern musst, weil es sind wirklich anscheinend Kleinkinder in diesem Clash of Clans am Spielen, die wirklich, aber null in der Birne haben. Es ist traurig, aber wahr. Logischerweise wird das kein YouTuber, der Clash of Clans Videos macht, sagen. Weil er ja von diesen kleinen Kindern lebt. Ne? Also das ist einfach so. Du wirst Mobile-Fanboy nie erleben, dass er irgendwo schimpft über Kleinkinder. Das würde er nicht tun, weil er kriegt ja von denen die Werbeeinnahmen. Okay, ich kann mir das erlauben, weil wir keinerlei Werbung schalten. Okay, und auch bösartig sein. So, jetzt haben wir dann noch das Beispiel Luca. Luca habe ich 100.000 Mal gesagt, dass er ganz einfach nur mit Drachen angreifen sollte. Das hängt damit zusammen, dass in seinem Profil folgende Truppen vorhanden ist. Das heißt, das Stärkste, was er hat, eigentlich auch luftmäßig, ist der Drache. Der Drache kombiniert zum Beispiel mit, ich sag mal, Blitz oder was auch immer, dient da zumindest dazu, dass er voll und ganz auch Sterne bekommt. Ne? Er macht es aber so, dass er wirklich hier diese Truppen, jetzt gucken wir uns das mal wirklich an, diese Truppen, die er macht. Und die Leute, die keine Ahnung haben, erklären wir mal ganz einfach, die keine Ahnung haben, erklären wir das mal. Aber eine Logik, was diese Truppen bewerten soll, ich sag mal, bewirken sollen gegen alleine ein Drache in der Abwehr. Also Riesen werden vom Drache gefressen. Loons werden
vom Drache gefressen. Mauerbrecher werden vom Drache gefressen. Ein Magier nützt gar nichts gegen einen dicken Drachen. Und die kleinen Bogenschützen nützen auch nicht viel gegen Drachen. Also im allererster Linie ist es so, dass er einfach gar nicht kapiert, was Sache ist und jedes Mal dasselbe macht. Das heißt also falsche Angriffe. Da muss man ganz ehrlich jetzt auch mal ganz knallhart sagen, es hat dann wirklich auch keinen Sinn, dass solche Leute mitmachen, weil die kapieren es einfach nicht. Clankrieg bedeutet, dass du für deinen Clan, für das Team im Endeffekt die besten Truppen machst, sonst hat es wirklich keinen Sinn. Okay? Und dem kannst du das auch beantworten, wenn du willst. Also, sorry ist es nicht, habe ich ihn geschrieben, weil du echt nicht kapierst. So, jetzt kommt voll ein rein. Dann erklär es mir, will den Clan ja recht machen, dann bilde ich eben nur Drachen aus. Ja, das habe ich ihm aber schon 5-mal erklärt. Okay. Wollen wir es damit belassen mit der Kritik an Luca? Luca, wirklich ist es eine Sache, dass es auf Dauer wirklich nervt, ganz brutal gesagt, wenn man jedes Mal demselben Thema 5000 Mal was schreiben muss. Ist meine Meinung dazu. So lustig ist auf jeden Fall auch Luca, was er fragt. Wie greift man am besten mit Drachen an in Kombination mit Blitzzauber? Mit Wutsaft Flying? Schreibe ich, hat er nicht. Ach so, okay. Habe ich noch nicht. Okay, hat er nicht. Lacht sich Flying Max kaputt. Dann Luftabwehr blitzen rein. Überleg mal, was könntest du blitzen? Habe ich gefragt. Ja klar, Luftabwehr. Oh Mann, okay. Also die Frage ist wirklich, manche machen sich wirklich null Gedanken. Und ich gebe allen, auch Luca, dir den Tipp. Es gibt 100.000 Tutorials und YouTube. Bester Angriff mit Rathaus 7, bester Angriff mit Drachen, bester Angriff mit Riesen, schlag mich tot, bester Angriff mit PK, Dingsbums, bester Angriff so oder was auch immer. Leute, warum guckt ihr euch das nicht an? Bester Tipp, den ich euch jetzt mal gebe, warum fragt ihr nicht im Clan, was du jetzt auch tust, sondern spiel doch mal ganz einfach Herausforderungen. Du kannst hier Herausforderungen machen, da gehst du drauf, suchst dein Layout hier aus, wo du sagst, okay, mit der und der Sache will ich im Endeffekt angreifen und dann machst du was und machst einfach los und fertig aus und dann wird das angegriffen und fertig aus. Entweder hast du Glück oder Pech, aber es macht auf jeden Fall Spaß und du lernst über deine Base etwas, wo die Schwäche oder wo die Stärke ist. Wenn unterschiedliche Taktiken dich angreifen dann auch, ist es natürlich supermäßig geil. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel ein Drache mich angreift, kannst du sagen, da muss ich also luftmäßig ein bisschen mehr machen. Wenn dich jetzt GoVP angreift oder was auch immer, aha, oder was auch immer, bin ich am Aufnehmen? Ja, bin ich. Ja, bin ich, Kumpel. So, und das ist im Endeffekt etwas, wo du dann lernst, deine Base zu verbessern. Natürlich hast du nicht eine optimale Base gegen alle Angriffe, das gibt es nicht. Also, es gibt eine Base, die richtig klasse ist gegen Luft. Angriffe, dann gibt es eine Base, die richtig klasse ist gegen Bodenangriffe, dann gibt es eine Base, die richtig gut ist gegen zum Beispiel auch Miner, also diese Tunnelgräber, die unter den Mauern durchknallen. Ne? Grüße meine Mami, okay, sag Bescheid. Okay, nur Mami? Fragen wir mal. Ah, nee. Muttertag ist vorbei, Flying, was soll das? Okay, grüße mal deine Freundin. Was ist mit der Freundin. Ah ja, auf jeden Fall ist lustig, der Flying ist ja wie gesagt, erwähne ich hier ab und zu in den Videos immer wieder, der ist ja 3 Jahre mittlerweile hier drin. Einer unserer treuesten und nettesten Accounts, Mitspieler, die wir hier drin haben und der auch Gott sei Dank ein bisschen was in der Birne hat, der sich nicht nur um Clash of Clans kümmert, sondern auch um andere Sachen im Kopf hat, was weiß ich. Und Papi, Brudi, Schwesterchen und meine Freundin. Wow. Okay, machen wir. Ist an dieser Stelle angekommen. Leiten wir logischerweise weiter. Und ja, mit diesem eigentlich schönen Satz, den Flying hier bringt, beende ich das Video. Ich wünsche euch was und habe zum Schluss noch so ein kleines Liedchen gemacht. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Prosten! 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 Zeit, ich will noch reden. Prosten! Prosten! Ganz Prosten! Prosten! Die Geier! Prosten! 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 Prosten!